Herzlich willkommen. Freut mich, dass du dich interessierst für die Next Generation und eingeschaltet hast bei meinem heutigen Video. Ich will euch heute meinen zweiten waffenrechtlichen Wunsch erzählen. Diese Wünsche sind bei mir jetzt nicht in irgendwie Prioritäten geordnet, sondern ich mache einfach nur das, was mir in den Sinn kommt, will ich euch erzählen. Ich habe in vielen Kommentaren und Diskussionen habe ich gesagt, ich könnte den ganzen Tag erklären, wo das Waffengesetz aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Und jetzt will ich nach meinen Worten Worte folgen lassen. Taten sind es ja nicht. Und euch das eben erzählen. Das Thema heute soll der kleine Waffenschein sein. Der kleine Waffenschein berechtigt, derartige Schreckschuss-, Reitstoff- und Signalwaffen mit sich zu führen. Wie hier mit PDB-Zulassung. Das ist eine ganz normale Schreckschusspistole. Die darf sich jedermann ab 18 kaufen, solange er kein Waffenbesitzverbot hat. Und jedermann, der zuverlässig ist, bekommt einen kleinen Waffenschein dafür. Macht aus meiner Sicht nicht viel Sinn. Das habe ich schon in früheren Videos oft erwähnt. Ich vertrete die Meinung, dass Vorbestraften die Privilegien geschnitten werden, eingeschränkt werden müssten. Und nicht den ehrlichen Bürgern. Der kleine Waffenschein bringt einfach nur Bürokratie und der Kriminelle trägt sie halt einfach so. Dann verbietet man einfach vorbestraften Gewalttätern und Drogendealern und so weiter automatisch den Waffenbesitz und dann kann man es jedermann auch so erlauben. Das ist jedenfalls meine Sicht auf die Dinge. Mein waffenrechtlicher Wunsch Nummer 2 hat aber mit Schreckschusswaffen gar nichts zu tun, sondern mit Paintball-Waffen, RAM-Waffen, wie sie manchmal auch heißen, Real-Action-Marker, Pepperball-Waffen und so weiter. Das ist die Umarex TP50 als kleines Beispiel. Ich will euch was zeigen. Der kleine Waffenschein kam 2003. Dieses Visierspezial ist etwa aus der Zeit. 6 Jahre vorher, 1997. Das ist wirklich gut. Und ihr werdet hier eine Waffenart vergeblich drin suchen. Ihr findet hier keine Paintball-Waffen, Pepperball-Waffen. Findet ihr hier einfach nicht. Weil das damals ein ganz kleiner Randbereich in den USA war, den praktisch nur Behörden genutzt haben. Die Firma Pepperball hat ihre Produkte an Behörden verkauft damals. Und auf dem Zivilmarkt hat es niemanden interessiert. So, hier habe ich eine ganz normale Paintball-Waffe, eine Vulcan SW1. Genau dieses Modell wird auch von der Firma Pepperball an Behörden verkauft. Und jetzt frage ich euch mal, was spricht denn dagegen, dass überprüften Menschen, die einen kleinen Waffenschein haben, die nachweislich zuverlässig sind, auch das Führen erlaubt werden wird? Ich meine, ihr müsst es überlegen, die darf ja eh jeder besitzen. Das ist eine Waffe, von der kaum Gefahr ausgeht. Weil halt mit einer niedrigen Energie ziemlich große Kugeln verschossen werden. Wie hier Pepperballs. Die sind aus Plastik, wenn die aufplatzen, setzen die eine Wolke an Pava frei, einem chemisch erzeugten Pfefferwirkstoff, Capsaicin, chemisch erzeugtes. Die haben ein sehr niedriges Gefährdungspotenzial. Und vor allem, was will denn ein Drogendealer, ein Krimineller, ein Bankräuber kann mit so einer Waffe nichts anfangen. Der kann damit keinen Straßenraub begehen. Auch mit so einer Waffe nicht. Wenn er mit so einer Pistole in die Bank geht, ich meine, der wird ausgelacht. Jeder sieht sofort, dass das keine scharfe Waffe ist. Schaut euch mal den HDR 50 an, die HDS 68 und so weiter. Die haben für Kriminelle keinerlei Relevanz. Aber zur Selbstverteidigung. Und dann, also mit den 7,5 Joule, funktionieren die mit Pepperballs. Und dann ist auch ein Teil von meinem waffenrechtlichen Wunsch, dass dann die Energie dafür gesteigert wird.
auf zum Beispiel 30 oder 40 Joule. Sagen wir einfach mal 40 Joule. Das schaffen viele dieser Waffen überhaupt nicht. Die meisten schaffen das gar nicht. Wenn man die im Ausland irgendwie tunen würde, würden da vielleicht 16 Joule rauskommen, wenn es hochkommt. Da ist einfach keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit gegeben und das berechtigte Selbstverteidigungsinteresse von überprüften und ehrlichen Bürgern, das wird gestillt. Ich finde es eine gute Idee, derartige Waffen auf kleinen Waffenscheinen führbar zu machen. Mit einer gesteigerten Energie. Und das ist mein waffenrechtlicher Wunsch Nummer 2. Solltet ihr denken, das macht Sinn, was ich sage, schaut euch den VDB an, was er macht. Denkt über eine Fördermitgliedschaft nach. Ich finde, das ist eine gute Sache. Der VDB setzt sich für uns ein. Ich hoffe, ihr fandet das interessant heute. Und ich kann euch dann zu meinem waffenrechtlichen Wunsch Nummer 3 wieder begrüßen. Ciao, macht's gut.